Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik hier bei Filmjoker. Mein Name ist Sabi und ich möchte euch heute in die Welt des Slashers von Ty West mitnehmen. Wie der Titel vielleicht schon verrät, geht es heute um den neuen Film Pearl. Bevor ich mich aber auf den Film stürzen werde, möchte ich vorher kurz auf den Regisseur Ty West eingehen. Ty West, mit bürgerlichem Namen Ty Westfeld, ist ein US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur. Er besuchte die Visual Art School in New York und fand dort seine Vorliebe für den Horrorfilm. Im Jahr 2001 machte West mit seinem ersten Spielfilm The Roost von sich reden. Darauf folgte 2007 der Film Triggerman. Zu guter Letzt erschien 2022 der Film Pearl, in dem Mia Goth als Star glänzen darf. Dieser ist das Prequel zu dem Film X, welcher ebenfalls 2022 erschienen ist. Interessant dabei ist, dass Ty West beide Filme zu Zeiten der Corona-Beschränkungen gedreht hat und deswegen einen enormen Aufwand betrieben hat, um sie zu filmen. Und nachdem er nach X schon alle seine Crewmitglieder am gleichen Ort hatte, hat er sich einfach gedacht, wir machen noch einen Film. Und deshalb entstand gleich nach X Pearl. Auch wenn ihr den ersten Teil X noch nicht gesehen habt, ist es jetzt kein Grund, einfach abzuschalten, denn man kann beide Filme auch als eigenständige Filme ansehen. Pearl ist, wie bereits erwähnt, das Prequel zu dem Slasher X, der in den 70er Jahren spielt und einen interessanten Antagonisten, nämlich eine alte Frau namens Pearl, zeigt. Dieser Film hingegen spielt im Jahr 1918 und fokussiert sich auf Pearl, die sich auf der Farm ihrer Eltern erstickt fühlt. Pearls einziger Ausweg aus ihrem tristen Leben ist das örtliche Kino, wo sie vom Glanz der Kinofilme begeistert wird. Die eigensinnige junge Frau mit einem Hang zum Wahnsinn tut alles, um ihren Traum zu verwirklichen. I know what I've done. Bad things. Terrible, awful, murderous things. Der Film wird von Kritikerinnen oftmals als Technicolor-Slasher bezeichnet, obwohl Pearl eigentlich eine Charakterstudie und ein psychologisches Familiendrama ist. Ausschlaggebend für den Film ist auf jeden Fall die interessante Farbgebung und das Color Grading. Dadurch wird das Publikum in die Zeiten des frühen Hollywood-Kinos zurückkatapultiert. Dadurch entsteht eine Illusion, die das Hollywood-Kino ist. Glanz und Glamour ohne viel Platz für Menschlichkeit. Dabei kritisiert Ty West die Filmindustrie des frühen 20. Jahrhunderts und lässt uns mit einer Außenseiterin auf die Welt des Kinos blicken. Pearl ist geblendet von Glanz und Glamour der frühen Filmindustrie und möchte unbedingt daran teilhaben. Im Gegensatz dazu ist Maxinas Ex eine Frau mit Do-it-yourself-Mentality, die die Dinge selbst in die Hand nimmt. I need to be famous, Wayne. All the best people are. Pearl scheint so verträumt zu sein, dass sie auch etwas naiv wirkt und alles um sich herum vergisst. Und genau diese träumerische Perspektive ist auch in der Ästhetik des Filmes zu erkennen. Vom sorgfältig ausgewählten Soundtrack bis hin zur authentischen Ausstattung ist der Film ein nostalgischer Rückblick in eine vergangene Ära. Diese Liebe zum Detail verleiht dem Film das gewisse Extra. Trotz der kräftigen Farben zeichnet sich Pearl durch eine düstere und bedrückende Atmosphäre aus, die vor allem innerhalb des Familienhauses zu finden ist. Mittels Setdesign, Kameraführung und Licht wird innerhalb des Hauses eine sehr lieblose Atmosphäre dargestellt, die sehr gut die Familiendynamik von Pearl widerspiegelt. Dabei ist die Kameraführung eher ruhig, denn der Fokus liegt auf der Bildgestaltung in der Mise en Scène, was wieder auf das frühe Kino zurückkommt. Nun kommen wir aber schon zu meinem größten Kritikpunkt an dem Film. Der Film würde nämlich ohne Mia Goth und ihre herausragende Leistung nicht funktionieren. Sie verleiht der Rolle eine kraftvolle Mischung aus Naivität, Feingefühl und mörderischem Zorn. Sie ermöglicht die Darstellung einer Anti-Heldin, mit der wir mitfühlen können, uns aber gleichzeitig distanzieren können. I'm leaving soon. I can't stay here any longer. Trotz aller ihrer Fehler ist Pearl aber vielschichtig und menschlich. Auch die anderen Charaktere, etwa gespielt von David Cornsworth oder Tandy Wright, begegnen Mia Goths Intensität mit unterschiedlichen Facetten und Graden an Verwirrung,
Abscheu und Terror. Unvergesslich ist aber die einmalige Credit-Scene, zu der ich nicht so viel sagen möchte, da sie wirklich einzigartig und eine herausragende Leistung ist. Laut Ty West wurde diese Szene nur ein einziges Mal gefilmt und war eigentlich so gar nicht für den Film gedacht. Erst im dritten Akt, wo Pearl anfängt, ein richtiger Slasher zu werden, zeigt der Film seine volle Farbenpracht. Dabei werden etliche Filme zitiert, aber das prägnanteste Beispiel ist wahrscheinlich Der Zauberer von Oz. Don't be silly, Toto. Scarecrows don't talk. It's pleasant down that way, too. Oh! Whoops! There goes some of me again. Oh, does it hurt you? Oh, no, I just keep picking it up and putting it back in again. My, it's good to be free. May I have this dance? Gerade mit dieser Verbindung zu einer so märchenhaften Darstellung wird Pearls Zustand viel besser beschrieben. Sie träumt sich nämlich in eine so perfekte Welt rein, dass sie sogar Morde rechtfertigen kann. Ty West hat sich nämlich aufgrund dessen für den Score etwas ganz Besonderes ausgedacht. Dieser ist nämlich nicht wirklich auf die tatsächliche Handlung abgestimmt, sondern vielmehr auf die innerliche Welt des angehenden Stars. Jetzt kommen wir zu meiner Wertung. Ich gebe dem Film 4 von 5 Sternen, da er mich leider nicht so mitgenommen hat wie der erste Teil X. Ich bin nämlich ein Riesenfan von dem Sounddesign und dem Schnitt in X und dabei kann Pearl leider für mich nicht so mithalten. Außerdem wäre der Film ohne eine Top-Schauspielerin wie Mia Goth eher mittelmäßig, was nicht so für das Drehbuch spricht. Dennoch war ich sehr unterhalten und am Ende auch etwas emotional gerührt. Der Film funktioniert viel besser als eine Charakterstudie einer aufkommenden Serienmörderin, also ein Slasher, für den er gehalten wird. I want to be loved from as many people as possible. But truth is, I'm not really a good person. Das war's auch schon wieder von meiner Seite. Wenn ihr mehr zu absurden Charakteren und tollem Schauspiel wissen wollt, dann schaut doch gerne hier vorbei. In unserem letzten Video redet Raul nämlich über Beau is Afraid, der neueste Film von Ari Aster. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt und bei Instagram und Spotify vorbeischaut. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Tschüss! One day the whole world's gonna know my name. You agree, don't you, Mary? Oh, why thank you.